Willkommen zurück zu Oninaki. Wir sind hier in der verlorenen Stadt, hieß die doch, glaube ich, hoffe ich, wie auch immer. Und gucken uns heute mal hier ein bisschen weiter um. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall schon angefangen hier zu erkunden. Und heute geht's hier hinten weiter. Wir kämpfen gegen die Monster und gucken mal, dass wir unsere Aufgabe erledigen. Also momentan hier, weil wir den Navigator... Oh, hi. Weil wir den Navigator suchen, das hat gut angefangen. Ich muss wieder ins Kampfsystem ein bisschen mich einfinden. Ah ja, stimmt, das war der Angriff von nicht ausweichen. Ich will immer mit dem Knopf ausweichen und nicht angreifen. Irgendwie finde ich das echt dumm belegt. Ich finde halt, für mich ist Ausweichen einfach eher auf Kreis möglich und nicht auf X, aber egal. Jedenfalls, ja, haben wir die Aufgabe, dass ich hier einige Leute von der Arche der Hoffnung umgebracht haben wir jetzt die Aufgabe, hier zu suchen, ob halt irgendwelche Verlorenen entstanden sind. Und ja, das ist tatsächlich der Fall. Wir haben schon einen kleinen Jungen gefunden und der möchte den Navigator noch einmal sehen. Er hat ihm versprochen, dass er quasi, dass sie quasi jetzt zusammen ins Reich der Toten übergehen, wie auch immer. Aber der Junge hat den Navigator halt nicht gesehen. Und deswegen ist er eben noch in der Welt hier gefangen, quasi. Und er will den Navigator eben erst sehen, bevor er in die andere Welt übergehen kann. So, und hier die Gegner sind voll gut versteckt, einfach in der Treppe quasi. Was macht ihr da? Geht da einfach weg. Kann man hier rein oder so? Ist ja ein kleiner Weg. Nee. Es wäre so eine typische Stelle gewesen, wo Octopath Traveler ein Secret versteckt hätte. Das Spiel ist ja teilweise sehr gemein mit Secrets. Aber Oninaki doch nicht. Hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, Spaß. So, wie war das in dem Spiel eigentlich nochmal bei Level-Ups? Hat man da seine Lebenspunkte regeneriert? Weil das ist jetzt wichtig, weil ich nicht mehr ganz voll bin. Und halt so entscheide, ob ich mich jetzt heile oder auf Level-Up warte, weil es ja gleich kommt. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich kann meinen Modus hier anmachen. Deswegen weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Aua. Okay, haben wir einen Schwertstein bekommen. Okay, man wird nicht geheilt. Alles klar. Man wird also nicht geheilt. Oh, da ist noch jemand. Okay, dann gehen wir mal durch den Schleier durch, würde ich sagen. Der war in der Demo auch nicht da, oder? Der kommt mir nämlich auch gerade nicht bekannt vor. Das heißt, man sollte definitiv sich nochmal umgucken, wenn man die Save-Daten aus der Demo übernimmt. Oder das ging doch, oder? Man konnte die Save-Daten aus der Demo ins volle Spiel übernehmen. War das nicht so? Ich glaube, ja. Egal. Ja, das ist wieder so eine Side-Quest. Die gab es in der Demo alle gar nicht. Kühner Mann. Ich habe den Freitod gewählt, um im nächsten Leben gleich alle Karten auf die Hand zu haben. Dass ich jetzt verloren bin, das hat mich schon überrascht. Ich muss noch etwas Unerledigtes zu tun haben. So muss es sein. Da ist dieses Mädchen, das immer an einem Stuhl westlich des Podiums des Lebens sitzt. Kannst du mich vielleicht zu ihr bringen? Ich schätze mal, dass es irgendwas mit ihr zu tun hat. Ja, kann ich machen. Soll ich das jetzt gleich machen? Ja, why not, sag ich mal. Das finde ich aber cool, dass es so eine Art Side-Quest... Oh, die Truhe habe ich jetzt übersehen. Dass es eine Art Side-Quest gibt, sag ich mal, immer. Oder Side-Quests. Nicht nur Quests, sondern Quests. Das ist die Mehrzahl. Hat mir bisher im Spiel halt noch gefehlt. Das ist ziemlich cool. Dass man jetzt eine Art Side-Quest halt bekommt. Aber keine Ahnung, ob es wirklich die Side-Quests sind oder ob es halt später noch... Aua. Andere Arten irgendwie gibt, die halt noch spannender sind, sag ich mal. Weil bisher waren die beiden, die wir hatten, nicht unbedingt ja, so spannend. Wir haben jetzt einen Jungen gefunden, der irgendwie wollte, dass wir ihm eine Axt bringen. Und wir haben jetzt die hier gefunden. Wobei, wir machen das später, weil wir müssen ja... Oh Gott, pass auf, heilig, heilig. Mach doch, meine Güte. Wir müssen doch später eh wieder zurück in die Stadt. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das dann und nicht jetzt. Es wäre jetzt irgendwie sinnlos, zurückzugehen, nur wegen der Quest. Deswegen machen wir das später, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Das ist doch besser, oder? Wenn man... Ich meine, ihr könnt jetzt gerade nicht mit mir kommunizieren, aber ich meine halt für die
Zukunft, sag ich mal. Wenn nochmal sowas sein sollte. Dass ich das erstmal aufschiebe und wir das später machen, sag ich mal. So, Faulfeder, was ist das denn? Oh. Das hatten wir doch schon mal. Moment, bist du jetzt bei ihr? Wir hatten doch schon mal... Wir haben doch schon was zugewiesen. Wo waren das nochmal? Das war doch bei dem... Ruhigen Geist, genau. Haben wir Ermächtigung zugewiesen. Hm. Untergehender Phönix. Nice. Das klingt ziemlich cool. Da unten sehe ich eine Erinnerung. So, ja, ja, ich weiß. Rang 3, yay. So, was haben wir sonst noch hier, was ich lernen könnte? Ach genau, das wollte ich ja. Das wollte ich ja lernen. Okay, dann muss ich den nächsten Schwertstein bitte schnell bekommen. So. Und hier bei dir, oder hast du hier was eventuell, was ich übersehen habe? Mit ihm kämpfe ich halt auch irgendwie kaum, aber ich mag ihn auch nicht so sehr. Ich kämpfe lieber mit Aisha. Weil ich Aisha Skills einfach mehr mag als seine. Deswegen kämpfe ich lieber mit ihr. Ich gehe mal ganz kurz zurück zum Save Point, dass ich mich heilen kann. Warte mal, den muss ich doch an der Welt hier auch noch aktivieren, oder? Ah, nee, habe ich schon gemacht, wusste ich gar nicht mehr. Na egal, Hauptsache wir haben es gemacht. So, und dann bringen wir euch mal ganz kurz um. Perfekt. So, pack das weg, das Schwert, dann bist du ein bisschen schneller. Gehen wir weiter. Was haben wir sonst noch so zum Erkunden? Also hier war der Typ vorhin. Und hier oben spawnen neue Gegner. Ja, meinetwegen. Wir können uns gleich mal die neue Attacke angucken. Oh ja, war ganz nett. So, jetzt haben wir wieder ein Heilräucherstäbchen. Sehr schön. So, nochmal. Bam. Und noch ein Schwertchen. Dann kann ich gleich diese Tarnung erlernen. Sehr schön. Ja, komm, wir wechseln mal zu Saf, würde ich sagen. Dass wir mit ihm auch ein bisschen kämpfen. Ja, ich will jetzt nicht nur mit Aisha kämpfen. Ich muss halt auch mal mit ihm ein bisschen leveln, sage ich mal. Also, was heißt leveln? Ihr wisst, was ich meine. Dass wir halt Schwersteine oder Sperrsteine bei ihm wahrscheinlich eher bekommen. Und mit denen ordentlich was machen können. So, hier oben muss ich scheinbar hin. Aber wahrscheinlich in der Welt oder in der anderen, ich weiß es nicht. Gucken wir gleich erstmal ganz kurz bei der guten Aisha. Eine Quatschfertigkeitsbaum. So, ich will dir unbedingt jetzt hier die Tarnung beibringen. Ja. Nice. Cool, das ist nämlich ziemlich sinnvoll, würde ich sagen. Okay, ich weiß gar nicht mehr, kann man gleich einen Bosskampf oder sowas in der Art? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, nein, aber ich gehe mal zu ihr. So. Hallöchen, ist denn der Navigator hier? Ach, ich weiß, wie es weitergeht. Ich erinnere mich wieder von der Demo. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Nur kurz die Karte vollständig aufdecken. Ich mag das immer nicht, wenn das so unaufgedeckt ist. Genau, und er ist scheinbar nicht hier, aber... Was ist denn hier? Hier ist... Hier kann man mit X drücken, oder ist damit die... Ja, damit ist die Bodenplatte gemeint, okay. Die hat scheinbar einen sehr großen Radius. So, jedenfalls, scheint er nicht da zu sein, aber wenn man jetzt hier runtergeht, gucken wir mal, was wir da finden, würde ich sagen. Ach, da gab es noch einen Untergrundpfad? Das wusste ich gar nicht mehr. Ist ja auch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich die Demo gespielt habe. Deswegen ist es klar, dass ich nicht mehr alles davon weiß. Sag ich mal. Ich wollte... Oh, jetzt wurde das nicht getriggert, weil ich angegriffen wurde. Toll. Und wir haben einfach eine Laterne zerstört. Alles klar, cool. Voll der Randale einfach. So, oh, du bist auch noch da, das habe ich gar nicht gesehen. Und du bist noch am Nerven.
So, du lebst noch? Ernsthaft? Oh Mann, ey. Okay. Und gegen euch gehen wir schön einfach vor. Wow. Hallöchen, Mr. Sichtdieb. Du bist auch ein Sichtdieb, oder? Ich glaube, ja. Hast du immer diesen komischen Rauch um dich herum, deswegen schätze ich mal, dass du wirklich einer bist. Ja, sehr schön. Oder zumindest ein größerer Gegner, genau. So, wie war das noch mit diesen Steinen? Ich habe jetzt wieder einen Tag nicht aufgenommen. Wie war das mit diesen komischen Steinen? Die konnte man doch irgendwie... Genau, die konnte man, glaube ich, bei dem, die konnte man auch, glaube ich, bei dem... Bei dem... Aufwärtsung? Nee. Bei dem Händler in der Stadt irgendwie ausrüsten. War das nicht irgendwie so... Das haben wir, glaube ich, im Tutorial gelernt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das ist ein bisschen doof, aber egal, was soll's. So, wir hätten da auch... Kommt mal. Es macht Sinn, erst bei den... Schreier unten so durchqueren, bevor wir jetzt hier hochgehen. So. Und hier ist auch neue Gegner. Hallöchen. Was geht ab bei euch? Er kann sich ja mal kurz nicht bewegen, dass man, wenn man die Welt wechselt quasi. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber ist halt so. Kann man jetzt nichts ändern. Ich habe so ein Gefühl, inzwischen bin ich ja wieder viel besser im Kampfsystem drin. Bis zum nächsten Boss dann. Ab dann werde ich mich wieder aufregen. Nein, Spaß. Oh, hier ist einfach mal so ein mega riesiger böser Gegner in der Welt hier, alles klar. Dann kämpfen wir ganz kurz gegen dich. Weil, warum nicht? Oh, ein Schwertstein wieder, sehr schön. Oh, Mann! Ich wollte eigentlich ausweichen, aber ich habe den Kopf nicht gefunden. Es ist einfach dumm, dass das X ist. Zwar ohne Scheiße, das ist einfach... Es ist man nicht gewohnt, dass X zum Ausweichen ist. Das ist man einfach nicht gewohnt. Deswegen lasse ich mich voll oft irgendwie dumm treffen. Es tut mir leid. Für mich ist halt entweder irgendwie... R2... Aua. R2 ausweichen oder halt... Kreis. Könnt ihr einfach nicht? Also ich kann die zum einen voll weit zurückwerfen und die können mich auch voll weit zurückwerfen. Voll gemein einfach. Aber was soll's. Bei unten jetzt noch irgendwas in der Welt hier, außer der Safe Point, wo ich mich kurz heilen werde. Nö. Okay, gehen wir weiter. Aber ich kann mich hier an dem Bereich echt nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Und da bellt mein Hund, der scheinbar auch nicht. Gab's das hier in der Demo auch? Boah, nice. Ich bin mir da echt nicht so sicher. Es kommt mir alles überhaupt nicht bekannt vor. Auch vom Optischen her. Vielleicht war der Bereich einfach so langweilig, dass ich ihn aus meinem Kopf gestrichen habe, keine Ahnung. Entweder das oder er ist halt wirklich neu, was weiß ich. Oder man konnte ihn in der Demo halt nicht betreten. Aber wenn ja, verstehe ich nicht warum, weil die Demo ist ja quasi das Hauptspiel gewesen. Aber die Sidequests konnte man ja auch nicht machen, deswegen. Wow, das war gut. Deswegen hängt das wahrscheinlich irgendwie damit zusammen. Aua. So, kannst du bitte sterben. Ja, auch voll super von dir. Gut, ist hier noch irgendwie eine Schatztruhe oder sowas? Noch so ein starker Gegner. Oh mein Gott, ey. Ja, eine Schatztruhe ist hier. Cool. Oh Mann, ey. Oh, ich habe mein Erwachen-Dings wieder. Es gibt echt einige von diesen mega starken Gegnern in der Welt hier. Aber ist mir recht. Kann ich noch ein bisschen... das Kampfsystem üben, an denen, weil die wirklich stark sind. Boah, sind auch hier viele von den Kleinen gespawnt.
voll krass einfach. Könnt ihr einfach alle mal zu mir herkommen, dass ich mein... Okay, nein, dann halt nicht. Drei ist an... Ah, ich kann ja aufeinander stoßen hier. Komm mal mit nach oben. Und dann hier. Oder auch nicht. Ich wollte ruhiger Geist jetzt machen, aber halt nicht. Meine Güte. Wenn ihr mehr so gemein ausweicht. Wow, du, was spawnst du denn jetzt wieder hier? Warum bist du wieder da? Und ich konnte nicht mehr reagieren zum Ausweichen. Ist echt so ein Problem, was ich in dem Spiel noch habe. Ich kann einfach manchmal nicht reagieren zum Ausweichen. Voll komisch. Bam, nice. Ich stirb endlich. Und du bitte auch. So. Jetzt könnten manche wieder sagen, ja, ist ja voll langweilig, dass du jeden Gegner mitnimmst, aber ich find's halt gut so. Weil Leveln und so. Leveln ist wichtig. Muss unbedingt möglichst gut gelevelt sein. Deswegen nehme ich hier möglichst jeden Gegner mit. So, hier ist in der anderen Welt wieder ein Sichtdieb unterwegs, scheinbar. Deswegen ist da oben alles zu. Ich habe den einen Gegner drüben getroffen, alles klar. Wobei, jetzt erinnere ich mich gerade an den Bereich wieder, glaube ich. Das kommt mir jetzt schon ein bisschen bekannt vor hier. Vielleicht gab es den Bereich doch in der Demo. Ich habe ihn einfach bloß bisher vergessen irgendwie. Das ist wahrscheinlicher. Was ist hier unten noch? Das wollte ich gar nicht nehmen, aber okay. Das ist einfach eine Abkürzung gewesen und man kann hier um die Gegner drum herumlaufen quasi ohne Truhe. Universalstein. Okay. Was auch immer der mir bringt. Aua. Ich fühle mich echt mal nicht so zu Hause in dem Spiel, weil ich halt voll bei vielen Sachen noch gar nicht weiß, was die mir bringen. In Lost 4 war ich halt direkt wieder zu Hause, weil ich damals eben schon das Konzept und alles vom Spiel von IM Setsuna kannte. Och man, ihr seid so Pisser! Das kotzt mich auch an, dass man hier die ganze Zeit... Ich kann nicht mehr ausweichen! Mann! Dass man die ganze Zeit bei seinem Angriff unterbrochen werden kann. Voll gemein einfach. Den ignoriere ich jetzt mal. Ich will nur kurz hier noch zu Ende. Ah, okay. Man muss... Wow, da ist noch ein Save Point. Man musste da scheinbar auch durch. Ja, okay. Dann besiegen wir erstmal den Sichtdieb in der Welt hier, würde ich sagen. Der hier wahrscheinlich irgendwo... Wow, wow. Irgendwo ist, weil es ja hier nicht weiterging. Ah, ich verstehe, ich muss in der anderen Welt also hier langkommen, um da oben halt wahrscheinlich mich in die Welt zurückzumachen. Weil da der Sichtdieb ist. I see, okay. Ja, jetzt werden diese Rätsel wieder kreativer auf jeden Fall. So. Den Bereich hier kann ich ja in der anderen Welt normalerweise gar nicht betreten. Und jetzt wird hier irgendwo der Sichtdieb sein, schätze ich mal. Deswegen such mal nach dem. Ich ignoriere die Gegner einfach, die nerven mich zu. Da ist er, oder? Nee. Ist einfach nur so ein random starker Gegner. Naja, meinetwegen. Warum nicht? So, bam. Ach scheiße, soll ich falsche Richtung. Hier ist noch einer von denen gespawnt, wirklich jetzt? Wow. Aber ich hoffe mal, die geben auch mehr Erfahrungspunkte und so. Oh meine Fresse. Warum? Oh, jetzt wurde ich wieder unterbrochen mit meinem Angriff.
Oh, ich habe ja falsch den Knopf zum Ausweichen gedrückt. Aber man kann sich die Steuerung noch umstellen, oder? Steuerung. So, meine Güte. Ha! Jetzt werde ich mich... Oh ja, das ist viel besser. Das ist viel besser. Das bin ich so viel mehr gewohnt, dass man auf den Knopf ausweichen kann. Das bin ich... Ja, das ist so viel besser einfach. Da muss ich halt nicht ständig umdenken. Weil ich habe einfach im Kopf drin, dass ich auf dem Knopf ausweiche. Und das ist in dem Spiel, warum auch immer, normalerweise nicht so. Und deswegen... verdrücke ich mich halt die ganze Zeit. Noch ein Schwertstein, sehr schön. So, mit der neuen Steuerung sollte das jetzt alles ein bisschen besser vorangehen. Hoffe ich mal. Hier, bam. Und euer Geist nochmal. Oder auch nicht, weil ich random getroffen werde, obwohl der Ball überhaupt nicht auf mich geflogen ist. Ja, schon wieder. Die Hitbox von dem Ball ist komplett broken irgendwie. Aber okay. Was auch immer. Jetzt stirb doch endlich. Okay, und droppen mit was zum Heilen. Nur neues Schwert. Ist das das gleiche nochmal, oder? Grundverbundenheit. Was bringt mir das jetzt? Was ist denn Grundverbundenheit? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Könnt ihr mich gerne in den Kommentaren aufklären? Kann man das irgendwo nachlesen? Ich weiß es nicht genau. Ist ja nicht so wichtig, ganz ehrlich. So, jetzt gucken wir uns hier in der Welt nochmal ein bisschen um, würde ich sagen. Dass ich die Karte schön ausfüllen. Und hoffen mal, dass ich ein paar Heil-Items gedroppt bekomme. Und die Gegner mir nicht ihre Scheiße ins Gesicht ballern. Ah, hinten ist eine Truhe, sehr schön. Da wird doch bestimmt was Schönes zum Heilen für mich drin sein, oder? Level up, yay. Du bist schon wieder da. Alles klar. Mach mal die Truhe auf, dass ich was... Oh ne, da ist so ein Stein drin. Will ich doch gar nicht. Oh, jetzt habe ich die alte Steuerung quasi mich gerade dran wieder erinnert irgendwie. Das war eine Dummheit. So, ja. Bei unten noch eine Truhe oder sowas in der Art? Nee, oder? Nur tausende von Gegnern. Ja, alles klar. Tschüss. Dann geht es jetzt hier oben weiter. Wo auch scheinbar mein Ziel ist. Hi, lieber Gegner. Ohne Heil-Items soll ich den jetzt machen, ja? Wow, der ist mir ausgewichen. Geht's hier weiter? Nee. Aber warum weicht der immer aus? Mal gucken, ob ich den ohne Heil-Items hinkriege. Könnte spannend werden. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, bisher wurde ich noch nicht einmal getroffen, aber hahaha, witzig. Mann, ich wollte gerade ruhiger Geist machen, aber es... Mann. Oh, wieso, warum trifft er mich jetzt von da aus?
Ich werde sterben, weiß ich jetzt schon. Och man, ja, wenn ich mich so dumm anstelle, auf jeden Fall. Warum? Hey, ich habe auf Sturmschlag gedrückt! Ja, weich halt nicht aus! Oh, ich hasse die Steuerung so abgrundtief. Ja, ich konnte nicht mehr ausweichen! Ey, ich bin einfach jetzt schon so oft Game Over gegangen in dem Spiel. Das ist einfach nur unfassbar. Das ist echt... Ich war einfach in der Demo halt besser. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich hätte halt gern mein Heil-Item, aber ich kann nicht mehr zurück, oder? Nee, toll. Ja, er schlägt mich direkt. Kann ich auch voll gegen ausweichen und so. Ja, klar! Richtig fairer Kampf. Ja, er hat ihn nicht getroffen und ist vor ihm gegangen mit dem Angriff und hat ihn damit angegriffen. Super. Das ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich, dieses verfickte Kampfsystem. Ich konnte Björn nicht ausweichen, weil ich gerade in irgendeiner Combo war, was weiß ich. Jetzt spiele ich wieder zu unvorsichtig, weil ich gerade angenervt bin. Es ist wieder typisch. Och man, es tut mir auch leid, dass ich immer so ausraste. Ich will das ja selbst nicht, aber... Ich werde einfach nicht mit dem Kampfsystem warm. Ich werde einfach nicht warm und das stört mich. Ich werde einfach nicht warm. Und ich weiß halt selbst nicht, woran das liegt. Ich konnte halt nicht mehr ausweichen, weil man nicht sieht, dass der Gegner angreift. Woher soll man das wissen, dass der Gegner seinen Angriff machen möchte? Jetzt war ich mal komplett ruhig, dass ich mich nur auf den Kampf konzentrieren kann. Und dann besiegt er mich mit seinem letzten Lebenspunkt quasi. Ich hab echt keinen Bock mehr, dieses Kampfsystem. Es macht mir keinen Spaß. Ich hoffe so sehr, dass das nächste Spiel von den Entwicklern wieder ein rundenbasiertes Spiel wird. Och, ich bin so dumm. Es ist einfach nur... Ich bin wieder ruhig. Okay.
Och, bin ich dumm! Oh mein Gott, endlich! Hab ich gerade nicht ein Heildings bekommen? Warum kann ich das jetzt nicht benutzen? Egal. Oh, ohne Mist. Endlich habe ich den besiegt. Gott, ist das ein anstrengender Bosskampf. Was auch immer, ist mir egal. Mach, was du willst. Ja, okay, ich hätte vielleicht mal ein paar mehr Sachen lernen können vor dem Bosskampf, aber was auch immer. Ey, das ist wirklich unfassbar. Ich bin einfach seit der Demo viel schlechter geworden. Keine Ahnung warum. Yay, Rang 4. So, und da hinten ist die nächste Erinnerung. Okay, aber die hole ich mir jetzt noch nicht. So, okay. Jetzt gehen wir weiter und gucken, was passiert, würde ich sagen. Zerbrechender Blitz als nächstes, bitte. Vor allem, dass vor dem Boss halt auch kein Save Point ist, finde ich auch einfach nur dumm. Oder ist vielleicht in der realen Welt einer, den ich nicht gesehen habe oder so. Nee. Normalerweise ist immer vor Bossen so direkt ein Save Point. Was auch immer. Habe ich das Spiel wirklich auf... Moment, wo ist eine Schwierigkeit? Die kann ich nur am Save Point umstellen oder was? Habe ich das Spiel wirklich nicht auf irgendwie schwer gestellt oder so? Es kam mir halt im Bosskampf echt so vor. Egal. Ach ja, danach kommt plötzlich einer. Meinetwegen. Ist auf normal. Das ist wirklich krass. Der Kampf war mir echt um einiges zu schwer einfach. Nee, Quatsch, nein, das wollte ich nicht. Oh, ich wollte auf Unterhalten gehen, ich Idiot. Nein. Kann ich die Erinnerung abbrechen irgendwie? Muss ich mir dies angucken? Kann ich die abbrechen nochmal? Hallo. Ja. Überspringen, bitte. Ja. Du bist ein Werkzeug, ist mir klar. Es ist halt so typisch japanisch einfach sowas. Ja, ich bin nur ein Werkzeug. Irgendwie. Wie das halt so gemacht ist. So, ich will auf Unterhalten gehen. Wie schrecklich, dass die Serie dieses Dinge... Okay, nee, das ist immer das Gleiche. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch, wo wir scheinbar hin müssen und gucken mal, was hier passiert.
Oh, war das eigentlich ein anstrengender Bosskampf? Ich kann mich an den auch gar nicht mehr erinnern. Gab es denn überhaupt eine Demo? Hallöchen, Mr. Navigator. Bist du der, den man Navigator nennt? Guru Musai. Ja, da bin ich. Warum fragst du? Spiel keine Spielchen. Du weißt, warum ich hier bin. Tue ich das? Du hast soeben einige deiner Jünger getötet. Das haben sie von ganz allein getan. Ich sagte keine Spielchen. Ich habe einen Zeugen mitgebracht. Ein Zeugen? Ein Kind. Es wartet auf dich. Du hast nicht versprochen, dass ihr euch jenseits des Schleiers wiederseht. Ah, das Kind. Also kennst du es. Du hast die Wahl. Wenn du dein Versprechen halten willst, kann ich dich gleich hier und jetzt rüberschicken. Du hast kein Recht, etwas zu tun. Oh doch, ich bin ein Wächter. Das Gesetz der Wiedergeburt ist meine oberste Priorität. Halt, stopp, warte! Bitte lass mich leben, ich flehe dich an. Es sieht so aus, als habe euer Navigator nie vorgehabt, dich zu treffen. Ja, da hast du wohl recht. Das muss eine ziemliche Überraschung für dich sein, aber du verstehst du jetzt. Ja, tief in meinem Herzen habe ich die ganze Zeit an seinen Worten gezweifelt. Ich komme ziemlich dumm vor. Hey, es gibt immer das nächste Leben. Danke, schätze ich. Es ist seltsam, jemanden das laut zu mir sagen zu hören. Ich bin jetzt bereit zu gehen. Ich glaube, ich kann die anderen noch einholen. Hoffentlich sehen wir uns wieder, sobald ich wiedergeboren bin. Ja. Das ist ein schöner Gedanke, aber versprechen kann ich es ja nicht. Das heißt aber nicht, dass das nicht passieren kann. Es besteht also eine Chance, oder? Ja, die gibt es. Dann hoffe ich auf das Beste. Leb wohl. Plupp und weg ist er. Oi. Komm mit mir, du kannst an der Seite der Geschichte bei der Gerichtsverhandlung erzählen. Ja, was ein böser Mann, dass er sowas tut einfach. Sein Junge quasi sich umbringen lässt und halt nicht einschreitet. Ich habe eine Nachricht erhalten. Dann ist dies für den Navigator der Arche der Hoffnung. Alles ist vorbereitet. Die Gerichtsverhandlung kann beginnen. Wir sollten gleich in den Gerichtssaal gehen. Ja, und da wirst du hoffentlich für deine Schandtaten hinter Gitter gebracht. Das ist... das Mädchen wieder. Das ist das Mädchen, das mir erschien, als ich jung war. Das ist überhaupt nicht gealtert. Kümmere du dich bitte um ihn, Kushi. Ich muss etwas erledigen. Was kann denn ein Wich... Hey, komm sofort zurück! Vielleicht kommen wir im nächsten Part zurück. Jetzt will ich erstmal ganz kurz zum Save Point. Denn hier geht's im nächsten Part von... Oninaki weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt mehr Oninaki. Bis dann und ciao, euer V-Row. Tschüss.